der Leute. Wie angekündigt war ich jetzt am Samstag am Nürburgring. Da man den Tesla im öffentlichen Straßenverkehr aufgrund der hohen Leistung praktisch nicht wirklich am Limit bewegen kann, guten Gewissens, habe ich mir gedacht, ich fahre erstmal eine Session auf der Grand-Prix-Strecke, damit ich das Auto im Grenzbereich ein bisschen besser kennenlerne. Mit dem GT86 war meine Bestzeit 2,43, um da mal ein bisschen einen Vergleichswert zu haben. Und ihr seht jetzt da gleich meine erste und gleichzeitig auch schnellste Runde auf der Grand-Prix-Strecke. Geht's. Ich muss gleich dazu sagen, dass die Runde fahrerisch eigentlich eine Katastrophe ist. Man sieht sicherlich, ich habe da gleich mal viel zu früh gebremst, weit weg von einer G-Bremsverzögerung. Das Auto vor mir, das raucht dafür. Ja, ich war schon 2 Jahre nicht mehr auf der Strecke. Wie gesagt, das ist die erste Runde mit einem neuen Auto und ich muss mir auch den Streckenverlauf jetzt mal ein bisschen in Ruhe laufen. Die ganzen Bremspunkte, Kurvengeschwindigkeiten und so weiter. Ja, und ich, wie gesagt, da habe ich das Auto, erste Runde, bin ich einfach auch relativ vorsichtig rumgefahren. Ich wusste nicht, dass es gleich das Schnellste sein wird, schlussendlich. Man auch hier wieder viel zu früh gebremst und viel zu langsam die Kurve. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, warum es dann die schnellste Runde war. Der Grund ist ganz einfach, das Auto hat dann eigentlich nicht mehr so richtig mitgespielt. Der Akku vor allem wurde sehr heiß und ich bin dann die restlichen Runde eher dann auch im Schwunggang gefahren und immer ein bisschen die Akkutemperatur im Auge gehabt. Ja, auch hier wieder viel zu früh gebremst. Und mit der Zeit hatte ich auch das Gefühl, dass die Bremsen etwas weich wurden. Also da habe ich dann eher vorsichtig getan. Und zusammen mit dem vielen Verkehr, der da halt eben am Samstag war. Ja, auch viel schneller durchfahren hier. Ja, da hat sich dann eben keine schnellere Runde mehr ergeben, als die anderen Runden waren. So, ja, 2-3 Sekunden langsamer dann. Bis es dann noch schlechter wurde. Ja, ich glaube, ich kann es vorwegnehmen. Die Runde war schlussendlich eine 2,40. Also, obwohl es so schlecht gefahren war, immer noch etwas schneller als mit dem GT86. Aber es ist halt einfach, man hat hier aus den Kurven überhaupt Leistung ohne Ende. Und beim GT86, da hat halt genau die Leistung gefehlt. Ja. Ja, auch hier wieder sehr langsam durch die Schikane durch. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, dass das Model 3 Performance zwar Track-Mode hat, aber für so eine Art von Strecken definitiv kein Track-Duell ist. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, ich hätte das Rekuperieren deaktiviert, um den Akku zu schonen. Aber dann wären wahrscheinlich die Bremsen problematisch geworden. Die hatten auch im GT86 zum Teil schon Probleme gemacht. Und hier sieht man jetzt die rote Akku-Anzeige nach ein paar Runden. Ja, gut, ich bin jetzt gespannt, wie es dann auf der Nordschleife läuft. Das wird